Hallo ihr Lieben, ihr wolltet Weekly Readings, ihr bekommt Weekly Readings, obwohl ja Weekly Reading eigentlich nicht das richtige Wort ist, denn ich erzähle ja nicht nur vom Lesen, sondern so von allem, was ich hier so treibe und tue, aber mir ist noch kein anderer cooler Name als Weekly Reading eingefallen und einfach nur Vlognummer, so und so will ich es jetzt auch nicht nennen, deswegen, falls ihr Ideen habt, wie wir das Weekly Reading denn noch nennen könnten, alternativ, denn es geht ja hier nicht nur ums Lesen, dann schreibt es mir gerne unten in die Kommentare, wenn ihr einen coolen Vorschlag habt. Und ja, ich habe gerade mein Unpacking gedreht, was ich euch ja noch gesagt hatte, dass das jetzt kommt, weil ich ja ein paar Bücher bestellt hatte. Und ja, bei mir ist gerade hier so ein bisschen Chaos. Leerer Karton und Papier und leerer Karton und Milo, der schläft. Und ja, ich werde jetzt hier mein Chaos noch beseitigen und aufräumen und die Bücher wegräumen. Und ich dachte mir aber, ich melde mich einfach nochmal bei euch und quatsche eine Runde mit euch und starte noch 2019 ein neues Weekly Reading. Heute ist Montag, eigentlich auch ein guter Tag, um Weekly Reading anzufangen, der 30. Dezember. Morgen ist der letzte Tag in diesem Jahr und ich möchte noch ein Buch beenden und zwar, also ihr werdet es jetzt schon wissen, bis dieses Video online geht. Wartet mal, ich nehme mal den, oh Gott, Stapelbücher, oh Gott, so schwer. So, und zwar will ich morgen noch beenden Size, das Vermächtnis der Ältesten von Neil Schusterman. Das ist der letzte und abschließende Teil dieser Reihe, denke ich zumindest. Ich glaube, das ist nur eine Trilogie. Ich glaube nicht, dass da noch irgendwie was kommt. Und ja, ich habe jetzt noch 120 Seiten, die lese ich morgen. Und dann habe ich dieses Jahr noch eine Reihe beendet. Wupp, wupp. Und ein Buch. Ich habe mir dieses Buch echt eingeteilt, weil ich ein ganz, ganz großer Fan von Size bin und ich finde die Geschichte einfach großartig und ja, ich bin gespannt, die letzten 120 Seiten, es wird jetzt richtig heftig, was da noch alles passiert, also was dieses ganze Buch über passiert, das ist einfach nur mega krass, also das ist wieder so heftig, aber nee, Schusterman, naja, der haut ja da ein Ding nach dem anderen raus und ja, wenn ich das jetzt hier beendet habe, überlege ich, was ich als nächstes lesen soll. Ich überlege, ob ich als nächstes mit dem Schätzchen hier anfange. Bock hätte ich schon. Oder lese ich Boston Nights oder Maybe This Christmas oder Only With You. Ich brauche auf jeden Fall irgendwas mit viel Liebe. Weil Size ist ja ein Buch, das fordert meinen Kopf und die Geschichte ist einfach nur mega krass. Aber das ist nichts fürs Herz. Also ich brauche jetzt mal wieder was fürs Herz und ich glaube, da lese ich jetzt Jennifer Armentrout als nächstes. Oder es packt mich spontan irgendein anderes Buch und ich greife einfach dazu. Ich habe mir in den letzten Monaten angewöhnt, es einfach so zu halten, nach dem Buch zu greifen, wohin mein erster Impuls geht, damit ich überhaupt noch lese, weil hätte ich mich irgendwie an meine Liste gehalten, wäre das, glaube ich, nichts geworden. Dann wäre ich komplett in der Leseflaute gelandet. So bin ich nur reduzierter im Lesen, weil ich halt auch länger brauche und nicht immer Lust habe. Aber wenn ich die Büchlein hier so sehe, habe ich schon Bock drauf. Ach ja. Ich habe auch überlegt, noch einen Unhaul zu machen. Mit Büchern, die ich nochmal aussortieren möchte. Aber so viele sind das nicht. Ich glaube, da lohnt sich ein Unhaul nicht. Also, ich habe jetzt die Talon-Reihe aussortiert. Die bekommt die Niki. Die ist ja ein riesiger Fan der Talon-Reihe und die musste ihre Reihe ja abgeben. Deswegen bekommt sie meine, damit sie die Büchlein wieder im Schrank hat. Bei ihr weiß ich, dass sie A, in guten Händen sind und B, dass sie die Bücher auch irgendwann vielleicht nochmal lesen wird. Und ja, dann kriegt Niki noch den zweiten Teil von Dark Palace. Den hatte mir der Verlag dieses Jahr einfach zugeschickt, obwohl ich ihn gar nicht haben wollte. Ich habe ihn dann angefangen zu lesen und dann abgebrochen, weil das war einfach nicht mein Buch. Ich wusste schon, warum ich den zweiten Teil nicht lesen wollte. Ja, auf jeden Fall fällt mir gerade ein, ich habe auch noch den zweiten Teil zur Krone der Dunkelheit hier, seitdem der erschienen ist. Daher hat mir der Verlag auch einfach zugeschickt, unangefragt und seitdem liegt er hier. Den müsste ich auch mal noch lesen. Auf jeden Fall, ja, wo war ich jetzt? Dark Palace habe ich aussortiert, dann habe ich für Annika noch ein paar Bücher aussortiert, die sie haben wollte und ich glaube, ein oder zwei Bücher schicke ich ihr jetzt noch mit, wo sie jetzt noch nicht weiß, dass sie im Karton sind. Wo ich aber denke, dass das was für sie sein könnte. Das sind halt so Bücher, wo ich weiß, ich lese die eh nicht nochmal. Und ja, dann verteile ich die ja immer an die Leute, die ich kenne, wo ich denke, dass die da gut aufgehoben sind. Und ja, ansonsten
überlege ich, ob ich nochmal durch mein Subregal durchgehe und halt nochmal so einen Rundumschlag mache und Bücher rausnehme, wo ich absolut kein Interesse mehr dran habe. Ich muss jetzt auch Der letzte Engel noch aussortieren, da hatte ich ja angefangen. Das spricht mich so überhaupt nicht an. Ich habe da angefangen zu lesen und der ganze Stil von dem Buch, das ist alles überhaupt nicht meins. Deswegen, das fliegt auf jeden Fall raus. Und dann wollte ich nochmal bei ein paar anderen Büchern durchgucken. Vielleicht mache ich das morgen mal und mache da nochmal so einen Rundumschlag, was alles rausfliegt. Ach ja, aber da schaue ich mal. Und ich sehe gerade, ich habe ja auch noch das neue Nalini Singh Buch hier liegen. Ich habe so viele Bücher hier liegen. Von so vielen tollen Autoren und ich müsste halt einfach mal lesen. Verdammt. Ja, naja, vielleicht wird es ja jetzt nächstes Jahr wieder besser mit dem Lesen. Ansonsten gibt es jetzt eigentlich auch nicht viel Neues zu berichten. Ich habe jetzt aus den letzten Tagen halt dieses Infovideo für euch gemacht und die anderen Videos für euch. Deswegen habe ich eigentlich gar nicht so viel zu erzählen, aber ich wollte mich halt einfach mal melden und mal ein neues Weekly Reading anfangen, dass ich halt schon mal angefangen habe, damit das nicht wieder so im Sande verläuft, ihr wisst und so. Ansonsten will ich übermorgen, am 1. Januar, habe ich mir vorgenommen, eure Antworten durchzugehen zu meinem Infovideo zu dem Thema Gaming. Ich habe bis jetzt auf keines dieser Kommentare reagiert. Ich habe mir die Kommentare auch alle noch nicht durchgelesen, nur so teilweise, was halt so kurze Kommentare waren, die habe ich halt schnell reingeguckt. Dafür nehme ich mir am 1. Januar Zeit und ich werde einfach eine Liste machen mit dafür und dagegen und dann mache ich Striche und das, was die Mehrheit sagt, das mache ich dann und Ende. Und da diskutiere ich halt auch nicht. Dass ich es nicht jedem recht machen kann, ist mir auch klar, dass der eine sagt, boah, ich will das nicht haben und der andere sagt, ja doch, ich finde es ganz cool, das war mir auch von vornherein klar. Und ich werde halt einfach eine Liste machen, wo ich dann halt aufschreibe, wer dafür gestimmt hat und wer dagegen gestimmt hat und alle, die nicht abgestimmt haben bis dahin, die haben halt Pech gehabt. Ja, aber ich werde dann mal gucken, weil es sind glaube ich schon über 60 Kommentare, also es haben doch schon einige Leute ihren Senf dazu abgegeben und ja, dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Vielleicht mache ich auch eine Mischung irgendwie aus allem, aber was ich halt auf jeden Fall nicht machen werde, ist die Videos zu vermischen. Da hatte ich auch ein, zwei Kommentare, da hattet ihr Angst, dass ich jetzt ein Video mache und da über alles rede. Also das werde ich nicht vermischen. Ich werde auch gucken, dass ich das Thema Gaming hier aus diesen Weekly Readings raushalte, soweit wie es geht und das da nicht reinbringe. Und wenn ich zum Thema Gaming irgendwas machen möchte, mache ich das entweder, fange ich ein Let's Play an mit euch und mache das, wo ja dann die Leute, die es nicht interessiert, das nicht gucken müssen. Oder ich streame halt parallel freitags nicht mehr nur auf Twitch, sondern halt auf YouTube. Oder. Ich habe mir da jetzt ehrlich gesagt auch noch nicht so wirklich Gedanken darüber gemacht, wie ich das umsetze. Es ging mir ja einfach nur darum, dass ihr halt auch weiterhin regelmäßig Videos bekommt von mir. So, ja, lassen wir das Thema. Ich bin mal gespannt, was da übermorgen bei rauskommt. Schauen wir mal. Ja, ansonsten gibt es jetzt eigentlich auch nicht wirklich viel weiteres zu erzählen. Ich werde jetzt gucken, was ich heute Abend noch so treibe. Ich muss mal schauen, vielleicht gucke ich einen Film oder irgendwas. Mein Männlein ist auf dem Geburtstag. Und ja, ich habe Milo-Dienst, deswegen konnte ich nicht mit. Und ja, schauen wir mal, was da noch so passiert hier heute Abend. Mal gucken, wann mein Mann nach Hause kommt und in welchem Zustand. Das ist ja auch mal so eine schwierige Sache. Ja. Aber ich mache mir jetzt erstmal noch einen schönen Abend und dann mal schauen. Vielleicht fange ich auch noch ein Buch an zu lesen. Ich muss mal gucken, ob was ich so jetzt Bock habe. Und dann werde ich euch natürlich in 2 Tagen berichten, was hier so passiert ist. Ich melde mich einfach am Mittwoch, also am 1. Januar nochmal, wenn ich dann meine Entscheidung getroffen habe und verkünde das hier gleich mit im Video. Und ja. Dann schauen wir einfach mal, was da so passiert in Zukunft. Ja, mehr gibt es jetzt eigentlich auch nicht zu erzählen. Bevor das jetzt hier wieder extrem viel und lang wird, was es eh schon wieder ist, mache ich jetzt erstmal Schluss für heute und sage bis gleich für euch und für mich bis in 2 Tagen. Tschüss! Hallo! Hallo ihr Lieben! Es ist der 2. Januar und ich dachte mir, ich melde mich mal wieder. Ich habe mich gestern nicht gemeldet, weil ich gestern einfach nichts gemacht habe. Ich habe hier einfach gechillt, gefaulenzt und nichts gemacht und es war so entspannt. Ich habe gestern aber angefangen, ein Buch zu lesen. Ich habe da aber nur die ersten 50 Seiten gelesen und ja, ich melde mich jetzt bei euch, weil ich euch was ganz Wichtiges sagen muss. Nämlich, ich schreibe gerade aktuell mit der Sarah von The Court of Wanting Books und sie hat mir gerade gesagt, dass sie Screenshots gekriegt hat
mit Aussagen vom Heine Verlag, dass The Queen von Jennifer Armentrout jetzt wohl doch übersetzt wird und sie nie gesagt hätten, dass es nicht übersetzt wird, sondern dass sie einfach gerade noch nicht sagen können, wann. So, jetzt denke ich mir aber, diese Dullis vom Verlag, wenn sie wieder die Praktikanten wahrscheinlich die Antworten schreiben lassen, weil wenn Sarah sagt, sie hat vom Verlag die E-Mail bekommen, die hat sie in ihrem Video auch nochmal wiedergegeben, dann kommen solche Aussagen wie, das haben wir nie gesagt, ein bisschen falsch rüber. Aber ich glaube, vielleicht haben die Verlage doch langsam gemerkt, dass es nicht cool ist, was die hier mit uns abziehen. Denn irgendeiner von euch, ich weiß jetzt nicht mehr was, in einem YouTube-Kommentar oder was auf Instagram, irgendeiner von euch hatte mir auch geschrieben, dass Constellation jetzt wohl auch doch weiter übersetzt werden soll und dass das nicht eingestampft wird. Also ich bin mal gespannt. Ich habe selber noch nichts in der Richtung weiter gehört. Ich habe in den letzten Tagen mich auch mit dem Thema nicht mehr weiter befasst, weil es mich einfach so sehr aufgeregt hat. Aber es wäre mega cool. Und wenn The Queen jetzt doch übersetzt wird, Leute, wuhu! Einmal Freudenschrei für alle Jennifer Armentrout-Fans. Das wäre sehr, sehr cool. Und ja, ich weiß nicht, warum der Verlag dann erst anfängt, so einen Scheiß zu erzählen, dass es nicht übersetzt wird. Meine Vermutung, man hat wieder die Praktikanten rangelassen, die keine Ahnung von irgendwas haben und pauschal halt Antworten rausgeschickt haben. Und ja, ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr cool, wenn The Queen jetzt übersetzt wird. Dann kann ich jetzt Kiss dann auch ganz in Ruhe anfangen zu lesen. Ich habe es nämlich ehrlicherweise noch nicht angefangen zu lesen, weil ich so ein bisschen Angst hatte, dass es ein scheiß offenes Ende haben könnte. Und ich dann fluche, weil das andere Buch nicht übersetzt wird. Aber jetzt kann ich es ja ganz entspannt lesen, weil wenn The Queen kommt, dann boop, boop. Es ist egal, wie lange es dauert und wenn es ein Jahr ist oder anderthalb. Völlig wurscht. Hauptsache, es kommt überhaupt irgendwann. Ich glaube, die Verlage unterschätzen uns Leser auch, was wir für einen langen Atem haben bei Büchern, ne? Also ich sag mal, ich warte auch 2 Jahre auf eine Übersetzung. Das ist mir egal. Wenn mir dieses Buch wichtig ist und wenn ich das wissen will, dann warte ich auch. Und ja, also das ist eine sehr, sehr gute Nachricht heute am 2. Januar. Wupp, wupp. Und ja, wie gesagt, irgendjemand schrieb mir letztens, dass Constellation jetzt wohl auch doch weiter übersetzt werden soll. Ich glaube, das war unter meinem Anti-Neuerscheinungs-Video, wo es um das Thema ging. Ja, Stormheart wird leider nicht weiter übersetzt, das stand auch in den Kommentaren mehrfach unten drin. Da brauchte ich den Verlag jetzt nicht nochmal anschreiben, weil die Schwarze Zauberin habe ich aber Collins angeschrieben, ob es da jetzt nochmal Neuigkeiten gibt. Die haben mir bis jetzt aber nicht geantwortet, aber auch da halte ich euch auf dem Laufenden. Aber wenn The Queen jetzt übersetzt wird, ist es ja schon mal supi und wenn vielleicht noch Constellation übersetzt wird, dann fange ich hier an, im Dreieck zu springen, weil Constellation 2, so eine gute Geschichte, so ein böses, fieses Ende. Ah, ich kotze, wirklich. Wenn das nicht weiter übersetzt wird, dann... Es ist schon... Mein Herz ist schon gebrochen, weil Diabolik nicht weiter übersetzt wird. Aber Constellation wäre auch echt fies. Es ist so eine coole Geschichte. Schaut euch Constellation auf jeden Fall an. Dieses Buch ist viel zu sehr untergegangen in dieser ganzen Masse von Büchern. Ja. Ansonsten, mein Akku blinkt ja schon wieder, dass der Akku gleich leer ist, deswegen rede ich gerade ein bisschen schnell und muss mich beeilen. Ansonsten, was kann ich euch noch erzählen? Heute war mein erster Arbeitstag. Es war... Irgendwie zog der sich heute wie Kaugummi und die Zeit ging irgendwie überhaupt nicht rum. Aber ich habe es geschafft. Ich hatte heute auch ein bisschen was zu tun. Morgen habe ich, denke ich mal, auch noch ordentlich zu tun. Da kriege ich den Tag morgen auf jeden Fall rum. Und ja, das ist so viel von Arbeit. Aber heute früh aus dem Bett kommen um 6 so. Ich habe die ganzen letzten Tage immer bis um 9, halb 10 geschlafen und dann heute so um 6. Das war schon so. Naja, auf jeden Fall, erster Arbeitstag im neuen Jahr ist geschafft. Haken dran, nur noch morgen arbeiten oder das Wochenende. Wupp, wupp. Und ja, ich bin gerade einfach sehr, sehr froh, dass die Bücher übersetzt werden. Achso, was ich euch noch erzählen wollte. Ich habe ja gestern diesen spontanen Livestream gemacht auf YouTube. Und ich weiß jetzt wieder, warum ich nicht gerne Livestreams auf YouTube mache. Ich hasse YouTube, was Livestreams betrifft. Ich muss mir da auch echt für die Zukunft was überlegen. Und zwar folgendes. Ich hatte irgendwann im Livestream dann im Hintergrund so ein bisschen leise, wirklich leise Musik laufen. Einfach, dass es nicht so ruhig ist und wir so ein bisschen Untermalung haben. Mein Video wurde disclaimed, weil ich Musik gehört habe, leise, im Hintergrund. Und naja, ihr wisst ja, wie YouTube ist, Urheberrechtsverletzung, bla bla bla. Und eigentlich kann man, gibt es eine Option und Auswahl. Milo, es nervt. Ich weiß nicht, wie weit es auf der Kamera drauf ist, aber der Milo, der katscht hier die ganze Zeit auf seinem Ball rum. Und ja, es ist ein bisschen belastend. Auf jeden Fall, eigentlich kann man diese Option, also eigentlich gibt es eine Option, dass man das stummschalten kann, rausschalten kann. Oder halt ein anderes Lied dafür einsetzen kann. Aber nichts funktioniert. Ich kann keine Option auswählen. Und solange wie ich halt diese Urheberrechtsverletzung da drin habe,
wird mein Stream halt nicht mehr freigegeben. Es ist einfach zum Kotzen und deswegen streame ich lieber auf Twitch. Weil Twitch tut von vornherein einfach die Tonspur dann stumm schalten an der Stelle und dann ist gut. Aber nee, YouTube muss hier wieder komplett mein Video sperren. Also ja, alle, die den Stream verpasst haben, es tut mir leid, ich kriege dieses Video im Moment einfach nicht online. Wir hatten in dem Video eigentlich auch nur grob darüber gesprochen, wie es mit meinem Kanal weitergeht. Ich hatte euch ja nach eurer Meinung gefragt, was das Thema Gaming betrifft. Und darüber haben wir in dem Stream gesprochen. Wir haben eure Kommentare ausgewertet. Moment. Also wir haben im Stream eigentlich auch nur darüber gesprochen, wie es jetzt weitergeht, was eure Meinung dazu war. Und die war tendenziell der Mehrheit gesehen positiv für das Thema Gaming. Wie ich das jetzt umsetzen werde, ich weiß es nicht. Aber eins weiß ich werde die Videos nicht vermischen. Das heißt, Weekly Readings bleiben Weekly Readings. Es wird dort um Bücher gehen, dass ich dort vielleicht mal einen Satz einwerfe, was ich gerade spiele. Das kann passieren, aber das wird sich nicht um dieses Thema drehen. Weekly Readings bleiben wirklich, was mache ich den ganzen Tag, was passiert hier so und was lese ich gerade. Und diese Gaming-Videos werden komplett separat. Und ich werde das auch immer kennzeichnen, ob es ein Büchervideo ist oder ein Gaming-Video. Ich werde entweder dann Bücher oder Spiele, irgendwas werde ich ganz am Anfang schreiben von dem Video, dass ihr sofort wisst, ist das ein Büchervideo oder ist das ein Spielevideo. Und wenn euch das Thema Spiele absolut nicht interessiert, dann klickt es einfach nicht an. Dann scheißt auf das Video und wartet, bis das nächste Büchervideo kommt. Ja, so haben wir das jetzt entschieden zusammen gestern im Stream. Und ich muss sagen, dass die Leute, die gestern im Stream da waren, sehr, sehr positiv auf das Thema auch zu sprechen waren und halt auch Vorschläge gemacht haben zu den Spielen und was man machen könnte. Und wir haben da jetzt halt auch entschieden, dass ich diese Woche Freitag, das ist der 3., also morgen, dass ich morgen auf YouTube und auf Twitch streame. Und wir dann mal gucken, wie das so funktioniert und was da so bei rauskommt. Und wenn mein Stream morgen von YouTube wieder gedisclaimed wird wegen irgendwas, dann lasse ich es mit dem Stream auf YouTube. Dann mache ich entweder Zusammenschnitte oder irgendwas anderes, aber dann mache ich definitiv nur Videos und lasse es mit den Livestreams, weil ich habe keinen Bock. Dann streame ich und dann will sich das einer im Nachgang vielleicht noch angucken und dann ist es weg, weil YouTube sagt, Urheberrechtsverletzung. Dann müsst ihr Streams halt definitiv auf Twitch gucken. Dann tut mir das leid, dann geht das nicht anders. Dann verlinke ich euch einfach unten nochmal den Twitch-Link, wie ihr dorthin kommt. Ihr müsst euch nicht zwingend bei Twitch anmelden, um das zu gucken. Also wenn ihr direkt bei Twitch meinen Namen eingebt, dann könnt ihr das auch so gucken. Also ja, wir testen das morgen mal aus. Ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Und Milo katscht schon wieder auf seinem Ball rum. Es tut mir leid. Ich weiß halt echt nicht, wie laut ihr das hört, aber mich nervt das, dieses... Naja, auf jeden Fall so viel von mir. Mehr wollte ich nicht sagen. Ich wollte euch das nur mit The Queen gleich mitteilen. Und ja, ich habe gestern noch angefangen, ein neues Buch zu lesen. Ha, das wollte ich euch noch kurz zeigen. Wartet, ich habe gestern angefangen, Maybe This Christmas von Jennifer Snow. Das ist der 3. und meiner Meinung nach auch letzte Teil der Colorado Ice-Reihe. Und ja, ich bin gespannt, wie das Ganze hier weitergeht. Es geht in diesem Buch um Asher Westmore. Er ist Eishockeyspieler und ja, er und seine beste Freundin haben vor einigen Jahren entschieden, eine Freundschaft mit gewissen Vorzügen aus dem Ganzen zu machen. Bisher funktionierte das auch ganz gut, aber irgendwie möchte Emma jetzt mehr und Asher weiß halt nicht, ob er ihr mehr geben kann. Und ja, sie hat noch eine Entscheidung fürs Leben getroffen, was ihre Beziehung oder auch beziehungsweise ihre Freundschaft grundlegend verändern könnte. Und ja, was dann mit den beiden passiert, das ist es, worum es in diesem Schätzchen geht. Ich habe die ersten beiden Teile gelesen und es waren super süße Liebesgeschichten. Und ja, ich bin jetzt auf den 3. Teil gespannt. Und ich habe übelst hier Schattenwurf von meiner Brille. Und ja, ich halte euch auf dem Laufenden, was das Schätzchen hier angeht. Ich weiß noch nicht, wann ich mich wieder melde, vielleicht am Samstag. Und ja, mehr gibt es im Moment gerade nicht zu erzählen. Ich sag mal, bis dann. Hallo ihr Lieben, ich melde mich auch mal wieder. Ich wollte mich die letzten Tage wieder melden, habe es natürlich wieder nicht gemacht. Schande über mein Haupt. Ich sag ja, ich muss das Vloggen echt wieder üben und lernen und auch das täglich zu machen. Ich weiß nicht, wann ich mich das letzte Mal gemeldet habe. Es war noch dieses Jahr, jetzt im neuen Jahr schon. Aber es ist schon einige Tage her. Heute ist der 8. Januar und ja, ich dachte mir, es wird Zeit, dass ich mich echt mal wieder melde. Es ist jetzt nicht wirklich was passiert bei mir in den letzten Tagen, aber ich dachte mir so einfach mal kurz Hallo sagen und einen kurzen Zwischenstand geben wäre jetzt nicht verkehrt. Ich würde diese Weekly Readings auch gerne eigentlich umbenennen.
weil es ja keine wöchentlichen Updates in dem Sinne sind. Es sind ja schon größere Zeiträume manchmal auch dazwischen. Manchmal sind es ja auch 2 Wochen, die das Ganze umfasst. Und ja, Vorschläge werden gern angenommen für Weekly Readings, wie man sie zukünftig nennen könnte. Ich bin da absolut unkreativ. Ich habe da die letzten Tage schon drüber nachgedacht. Ja, aber mir fällt super doof nichts ein. Deswegen ist das doof. So, ich war jetzt gerade bei der lieben Maria, eine Freundin von mir, die hat heute Geburtstag. Und jetzt bin ich gerade nach Hause gekommen und ich dachte mir so, jetzt filme ich schnell meinen Abschnitt, dass ich euch wieder auf den aktuellen Stand bringe. Wie gesagt, es ist nicht wirklich viel passiert bei mir. Mein Männlein, den hat es komplett umgehauen. Der ist jetzt komplett krank. Wer am Freitag meinen Stream geguckt hat, der hat ja mitbekommen, dass er da schon sehr gekränkelt hat und dann auch gleich, ich glaube, um 8 ins Bett gegangen ist, weil ihm schon da echt alles wehtat und es ihm schlecht ging und er Fieber hatte. Und ja, jetzt hat sie ihn dann komplett entschärft am Wochenende und er ist jetzt aber inzwischen wieder auf dem Weg der Besserung. Also so langsam geht es ihm wieder gut. Aber das dauert definitiv noch ein paar Tage. Und das Problem ist, ich merke jetzt, dass ich Halskratzen habe und meine Nase läuft schon den ganzen Tag. Ich hoffe nicht, dass ich mich angesteckt habe. Ich habe mich extra schon von ihm ferngehalten, dass ich halt ihm nicht so zu nahe komme. Aber naja, man ist halt in derselben Wohnung, in denselben Zimmern und ja, die Viren, ne, man verteilt sie halt doch überall. Kommen wir aber mal zum Lesen. Ich glaube, beim letzten Mal habe ich noch Maybe This Christmas gelesen. Ne? Das ist ja das Buch hier, wartet mal. Wartet, ich sitze jetzt direkt am Bücherregal. Das ist das hier gewesen, was ich als letztes gelesen habe. Und ich muss sagen, ja, die Geschichte war ganz süß, aber definitiv der schwächste Teil der Reihe bisher. Milo? Milo? Hallo? Was tust du? Was machst du denn schon wieder für Blödsinn? Also für mich definitiv der schwächste Teil bisher. Es war irgendwie, ich weiß nicht, vom Grundgedanken her war die Geschichte ganz süß, aber irgendwie, es hat mich nicht gepackt und ich fand, am Ende haben die beiden sich das unnötig schwer gemacht. Also die Autorin, man hat eigentlich am Ende gemerkt, dass die Autorin hier einfach nur noch Seiten füllen musste. Denn dieser Konflikt am Ende war einfach total bescheuert und an den Haaren herbeigezogen und man hätte das einfach in einem vernünftigen Gespräch sofort klären können und nicht noch 60 Seiten das Ganze ins Land ziehen lassen müssen. Und ja, also für mich definitiv der schwächste Teil, ist aber immer noch eine niedliche Liebesgeschichte, aber der erste und der zweite Teil gerade waren definitiv besser. Ja, dann habe ich die Woche angefangen, das habe ich am Wochenende fertig gelesen und am Montag habe ich dann angefangen Kiss zu lesen. Ich bin da jetzt auf Seite, wartet, lass mich kurz gucken, 328. Ich habe jetzt noch, wie viele Seiten hat denn das Buch eigentlich? 510, glaube ich. Also 328, also 180 Seiten. Ich versuche heute da noch ein bisschen zu lesen. Vielleicht heute 90, morgen 90, dann wäre ich fertig. Mal gucken, ob ich es die Woche jetzt noch fertig gelesen bekomme. Oh, ich sehe irgendwie gerade voll fertig aus in der Kamera, aber so ist es halt, ne? Nach Arbeit und allem drum und dran. Ja, auf jeden Fall möchte ich da heute gerne noch ein bisschen drin lesen. Ich muss sagen, Kist gefällt mir bisher richtig gut. Und ich muss der Sarah da auf jeden Fall zustimmen. Mir gefällt es auch ein kleines bisschen besser bisher als die Hauptreihe. Und ich bin noch nicht bei dem mega fiesen Cliffhanger am Ende angelangt, was Sarah da erzählt hat. Deswegen, ja, ich bin gespannt, was jetzt hier noch passiert. Ich feiere das Buch auf jeden Fall bisher total. Aber hier ist es echt wichtig, vorher die Wicked-Reihe zu lesen. Sonst versteht man auch so einige Dinge nicht. Deswegen würde ich dieses Buch wirklich nur den Leuten empfehlen, die Wicked gelesen haben. Ich denke, wenn man jetzt Wicked vorher nicht gelesen hat, versteht man das Ganze trotzdem. Aber man kann das alles nicht so ganz nachempfinden. Gerade was unsere Protagonisten in dieser Reihe betrifft. Man versteht das alles nicht so, die Hintergründe, was ihn betrifft. Ich möchte nicht mehr dazu sagen, ich würde euch sonst spoilern. Ja, aber ich mag das Buch bisher sehr. Wie gesagt, ich habe jetzt noch ungefähr 2 Abschnitte, vielleicht heute die Hälfte, morgen die Hälfte, dann bin ich durch. Und ja, dann mal gucken, was ich dann danach lese. Ich habe ehrlich gesagt noch keinen Plan, was ich danach lese. Ach doch, klar, ich habe schon einen Plan. Ich lese danach Pandemonium mit Annika auf jeden Fall. Vielleicht lese ich da dann noch ein zweites Buch parallel, weil wir ja wieder jeden Tag so um die 50 Seiten da lesen. Und vielleicht fange ich da parallel wieder noch ein zweites Buch an. Ja, auf jeden Fall Pandemonium lese ich dann danach. Das habe ich jetzt mit Annika ausgemacht, dass wir da am Sonntag starten mit.
dem Buch, weil wir wollen diese Reihe auf jeden Fall jetzt fertig kriegen. Und wenn wir die Amor-Trilogie fertig haben, dann gucken wir, dass wir Spieglein, Spieglein lesen von Das Vermächtnis des von Das Vermächtnis der Grimms, meine Güte. Weil da ist ja gerade alles noch relativ frisch bei uns im Kopf, weil wir das ja jetzt im Dezember ausgelesen haben. Und ich glaube, da sollte man halt auch nicht so viel Zeit ins Land gehen lassen zwischen den Büchern. Sonst merkt man sich diese ganzen Zusammenhänge nicht. Ja, das ist der Stand, was das Lesen betrifft. Ganz kurz noch zum Thema Gaming. Ich weiß gerade nicht mehr, was ich in den ersten beiden Abschnitten dazu gesagt hatte. Auf jeden Fall sind meine Streams alle weg zu dem Thema. Ich hatte ja am 1. Januar einen Stream dazu gemacht. Den hat mir YouTube dann dummerweise gesperrt, weil ich da Musik habe laufen lassen. Ich weiß jetzt wiederum, ich lieber auf Twitch streame als auf YouTube, weil YouTube einfach eine Kack-Plattform ist zum Streamen. Auf jeden Fall wurde mir das Video gesperrt von YouTube. Ich krieg's auch nicht mehr online gestellt und ja, das ist jetzt weg. Der Stream ist futsch. Wir hatten in dem Stream ja darüber gesprochen, ob wir ein bisschen Gaming hier mit reinmischen auf den Kanal oder nicht. Da haben wir dann gesagt, okay, wir machen's, weil die Mehrheit eindeutig dafür war. Ich habe aber von vornherein gesagt, ich vermische die Videos nicht. Ne? Also wenn ich jetzt hier im Weekly Reading mal so 2, 3 Sätze auch zum Thema Spiele sage, kann das passieren, aber das gehört halt einfach auch zu meinem Alltag dazu. Ja, auf jeden Fall haben wir gesagt, wir versuchen es mal. Ich versuche das in den nächsten Wochen, Monaten mal hier mit reinzumischen. Ich weiß auch noch nicht, wie ich es von der Umsetzung her machen möchte. Und ja, der Stream ist aber weg. Wie gesagt, ich kriege den nicht wiederhergestellt. Da haben wir dann wirklich die Kommentare ausgezählt in dem Stream, was jeder gesagt hat. Und ich habe wirklich eine Strichliste geführt, wer für und wer dagegen war. Alle Leute, die in dem Stream live dabei waren, sind meine Zeugen, dass ich das tatsächlich gemacht habe. Und ja, dadurch wird es jetzt hier ein bisschen Gaming-Content geben, aber nicht viel. Und ich denke mal, ich werde Gaming-Videos auch immer kennzeichnen, indem ich irgendwie Gaming oder sowas in den Titel schreibe am Anfang. Dann wisst ihr Bücherleute, die euch das absolut nicht interessiert, dass ihr dieses Video nicht anklicken müsst. Ja. Ich habe jetzt auch mir vorgenommen, erstmal in den nächsten Wochen das auszutesten, parallel Twitch und YouTube zu streamen. Das habe ich letzten Freitag schon gemacht. Leider ist der Stream auch nicht mehr da auf YouTube. Auf Twitch ist er noch, also falls ihr ihn nochmal angucken wollt, müsst ihr auf Twitch gehen. Weil ich das über eine dritte Streaming-Plattform quasi mache, über Restream. Und bei Restream ist es so, dass YouTube irgendwie den Stream nicht speichert über Restream. Ich weiß nicht warum, ich muss dann nochmal gucken, ob ich an den Einstellungen irgendwas machen kann. Auf jeden Fall ist der Stream von letzte Woche Freitag weg. Also wer ihn sich noch angucken will, der müsste nochmal auf Twitch gehen. Also es kann dann sein, dass die Streams von Freitag immer weg sind. Und wer halt nicht live dabei war, hat Pech in dem Sinne, wenn er nur YouTube gucken kann. Ansonsten, wie gesagt, die sind alle noch auf Twitch auf jeden Fall 8 Wochen lang online. Und ja, also die werden auf jeden Fall wahrscheinlich dann auch nicht da sein, die Streams. Was ja eigentlich für die Leute, die das Thema nicht interessiert, jetzt eigentlich auch nicht so verkehrt ist. Ne? Also kann man ja sagen, wenn die Streams nicht gespeichert werden und die Leute, die das halt nicht angucken mögen, die gucken halt nicht zu und danach ist es weg vom Kanal. Ist ja jetzt eigentlich auch nicht so verkehrt. Ja, auf jeden Fall, die werden auch nicht gespeichert. Und ja, Videos zum Thema Gaming muss ich nochmal gucken, wie ich es mache. Wir hatten ja im Stream am Freitag einen neuen Zoo angefangen bei Planet Zoo. Ich denke mal, dass ich den vielleicht diesen Freitag sogar ein bisschen weiter spiele. Dass ich den jetzt vielleicht mit euch zusammen im Stream immer nur spiele. Ich versuche immer noch meinen ersten Zoo zu retten. Ich mache immer noch Minus und ich habe immer noch nicht den Schwung wieder raus, wie ich das kitten kann. Ja, ansonsten gucken wir mal, was ich sonst noch so spiele in den nächsten Wochen und Monaten. Ja, ich glaube, mehr gibt es jetzt auch nicht zu erzählen. Ich wollte eigentlich nur kurz Hallo sagen und ich hoffe nicht, dass ich jetzt krank werde. Und wenn ihr in den nächsten Tagen, Wochen nichts hört, dann wisst ihr Bescheid. Mich hat es komplett gebrettert. Dann habe ich mich bei meinem Männlein angesteckt. Was eigentlich gerade echt blöd wäre, weil ich habe am Wochenende eigentlich vor, einiges zu drehen. Ich kann euch das ja mal sagen, was ich mir alles vorgenommen habe zu drehen. Wartet. Ich habe mir extra schon eine Liste gemacht und alles schon aufgeschrieben, zusammengetragen in den letzten Tagen, damit ich auch einen Überblick habe über alles. Ich bin ja so ein Listenfuzzi, ne? Ich weiß nicht, wie ist das bei euch? Seid ihr auch so Listenmenschen? Müsst ihr euch alles auf Listen aufschreiben und ordentlich machen? Und wo ist meine Liste? Ich wollte euch jetzt kurz erzählen, was ich in den nächsten Tagen hier noch drehen wollte. Wartet, ich habe die Liste doch extra auf mein Handy geschickt. Moment. Jetzt aber. Da. Haha! Hab meine Excel-Liste gefunden.
Also, was ich auf jeden Fall in den nächsten Tagen drehen will. Krasses Handylicht. Was ich auf jeden Fall drehen will in den nächsten Tagen, sind die Highlights und Lowlights. Das packe ich alles in ein Video. Dann wird es ein Video geben zu den beendeten und abgebrochenen Buchreihen 2019. Dann mache ich ein Video zu Buchreihen, die ich 2020 beenden möchte. Und alle meine angefangenen Buchreihen. Ich habe diese zwei Videos getrennt, weil ich glaube, das wird sonst wieder zu viel. Dafür wird es ein Video geben. Dann wird es ein Video geben, wo ich überlegt habe, dass ich das mal ausprobieren möchte. Und zwar möchte ich euch alle gelesenen Bücher 2019 zeigen. Dafür werde ich dann diesen Lesemonatsüberblick weglassen. Und ich möchte diesen Überblick alles aus 2019 so ein bisschen so einem Speedrun machen. Mal gucken, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Dann kommt nochmal ein Subvideo, dass ihr da auch mal einen Überblick habt, wie es da aktuell steht. Meine Neuzugänge aus den letzten Monaten, natürlich Weekly Readings und die Flip the Page Challenge. Die zweite wollte ich noch drehen. Da haben ja einige von euch geschrieben, ihr hättet gerne zweite Runde. Ja, und dann bekommt ihr die. Wie gesagt, ich habe ja die Schnippelchen, die stehen immer noch hier oben. Da, das sind die Schnippelchen alle noch drin, die ich fertig geschnitten hatte. Und ja, dann kriegt ihr auch eine zweite Runde, wenn ihr sie wollt. Und ja, mehr gibt es jetzt eigentlich auch nicht zu erzählen. Ich glaube, eigentlich reicht das jetzt auch schon wieder für ein Video. Ich glaube, ich habe immer 10 Minuten gesprochen. Wenn ich da noch ein bisschen was rausschneide, komme ich jetzt im Endeffekt auch so auf 20, 25 Minuten. Ja, ich glaube, ich beende das Video jetzt auch an der Stelle. Dann kann ich das noch mit schneiden und die Tage online stellen. Und ja, wann geht denn das dann online? Heute ist Mittwoch. Sonntag kommt das Unpacking online, dann vielleicht dann am Dienstag oder Mittwoch, mal gucken. Dann kriegt ihr das Video dann nächste Woche Dienstag, Mittwoch. Und dann kann ich am Wochenende in Ruhe drehen und über die Woche schneiden. Und ja, und dann gucken wir mal, was hier so losgeht. Das ist der Plan für die nächsten Wochen. So, jetzt wisst ihr Bescheid. Milo hat auch keinen Bock mehr hier zu sein. Das ist schon wieder an der Tür. Ich will hier raus, ich will hier nicht sein. Und ja, bevor ich jetzt hier noch weiter Schwachsinn erzähle, ich beende das Video jetzt einfach mal an dieser Stelle. Ich bedanke mich bei euch wie immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wo auch immer das sein mag. Vielleicht hier im Stream oder keine Ahnung wo. Ich sag jetzt einfach mal, bis dann, macht's gut, tschüss. Hallo ihr Lieben, ich hatte meinen Vlog gestern eigentlich schon beendet, weil ich geahnt hatte, dass das hier mit mir passiert. Mich hat es komplett dahin gerafft. Oh Gott, meine Stimme ist schon wieder weg. Ja, mich hat es dezent entschärft. Das heißt, all meine Pläne, was ich drehen wollte jetzt am Wochenende, ich hatte ja so ein bisschen was vor. Das kann ich jetzt alles erstmal über den Haufen werfen, weil ich kann nicht dauerhaft sprechen. Und ich wollte mich einfach nochmal kurz bei euch melden und euch Bescheid geben, dass es jetzt mit den Videos wieder ein, zwei Tage länger dauern kann, eben was kommt, weil, ja, ihr hört es wahrscheinlich auch. Ja, auf jeden Fall hat es mich komplett dahin gemäht. Mir tut der Hals weh und Nase ist zu und ich bin den ganzen Tag schon am Naseputzen. Ich bin auch gerade total ungeschminkt, aber egal. Denn ich melde mich nochmal bei euch, weil ich gerade was bekommen habe. Und zwar das hier. Oh mein Gott. Das ist eine Informationsbroschüre zum neuen Labor Dugo Buch und ich habe vom Verlag einfach mal so eine fette Broschüre gekriegt. Ist das nicht cool? Wartet, ich zeige euch nochmal hier, da, das ist das Buch. Es ist so cool. Und dabei war ein Brief, dieser hier. Und in diesem Brief steht, möchtest du ein Rezensionsexemplar haben, dann sag uns einfach Bescheid und du kriegst es. Und ich denke mir gerade so, ich muss es haben. Ich muss. Das heißt, ich werde jetzt gleich noch eine Mail an Drömer Knauer schreiben, mit der Bitte, dass ich das neunte Haus gerne als Rezensionsexemplar hätte. Es ist Labor Dugo und Labor Dugo kann ja eigentlich nur gut werden, ne? Also kann ich das ja eigentlich mal als Ausnahme-Rezensionsexemplar auch anfragen, weil ich würde es mir eh kaufen und lesen, also von daher, vielleicht kriege ich es dann wieder zwei, drei Tage eher. Das kommt ja schon nächsten Monat raus. Am 2. Februar kommt das schon. Und jetzt geht meine Stimme gerade wieder weg. Naja, auf jeden Fall denke ich, ich werde es mal anfragen. Ich habe gestern übrigens noch Kist beendet. So, von wegen, ich lese morgen und übermorgen. Haha, ich habe es gestern noch durchgezogen, die 180 Seiten. Es war so gut. Einfach so gut. Oh Mann, meine Stimme geht jetzt weg. Naja, ich wollte eigentlich nur sagen, ich freue mich gerade voll,
dass ich das hier gekriegt habe. Und da gucke ich jetzt gerade noch ein bisschen rein. Da ist auch eine Leseprobe dabei, die werde ich mir jetzt gleich noch durchlesen. Und ich glaube, ich werde das mal als Rezi-Exemplar anfragen. Ich habe ja jetzt nichts weiter angefragt dieses Jahr. Und dann kann ich es gleich mitlesen. Das wird bestimmt toll. Und ja, Kiste habe ich fertig gelesen, war mega cool. Cliffhanger, ja gut, Cliffhanger war da. Und ja, ich wollte euch nur sagen, also Videos kann ein paar Tage dauern, ihr was kommt, bis ich wieder vollkommen hergestellt bin. Sorry, es tut mir wohl leid. Aber ja, ich kann es nicht ändern, wenn ich jetzt krank bin. Ich wünsche euch auf jeden Fall, dass ihr schön gesund bleibt, alle Mann. Werdet mir nicht auch noch krank? Oh, ey, was ist denn jetzt mit meiner Stimme, ey? ja, werdet mir auf jeden Fall nicht auch alle noch krank. Krank sein ist scheiße. Heute ist Donnerstag. Ich hoffe, dass ich bis Montag wieder halbwegs fit bin, dass ich auf Arbeit gehen kann. Weil ich bin jetzt heute auch nicht auf Arbeit gegangen, weil ich verteile da ja auch nur meine Viren. Naja, auf jeden Fall wollte ich euch nur das kurz sagen, dass es mit den Videos ein bisschen dauern kann wieder. Weil, naja, ihr seht und hört es ja, was da los ist. Und ich mache aber, sobald ich wieder fit bin, Videos für euch. Ich habe so viel schon aufgeschrieben, was ich drehen will. 5 oder 6 Videos und naja, sorry. Stream wird dann auch nichts morgen. Weil bis morgen ist es definitiv nicht besser. Und ja, das ist das Leben. Aber ich habe heute noch eine sehr freudige Nachricht erfahren. Was sehr, sehr cool ist, davon erzähle ich euch beim nächsten Mal mehr, wenn das alles in Sack und Tüten ist. Hat jetzt hier nichts mit Bloggen und so und auch nicht mit Gaming zu tun, sondern mit so mit meinem privaten Leben. Und ja, da freue ich mich gerade sehr drüber. Und wie gesagt, erzähle ich euch dann aber beim nächsten Mal, wenn alles in Sack und Tüten und unterschrieben ist und so. Und dann, ja, juhu. Okay, jetzt bleibt nur noch die Verabschiedung. Ich bedanke mich bei euch wie immer fürs Gucken. Wünsche euch noch eine schöne Woche. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Und bleibt alle schön gesund, Kinder, dass es euch nicht so geht wie mir. So, macht's gut. Tschüss.